willkommen zu einer weiteren Folge Real Farm. LS19 meets Reality hier auf der Grünwälderland 1.3. Ich muss mal gerade noch ein paar Paletten für den Jürgen verladen, dass die eine da jetzt natürlich flöten gegangen ist. War so nicht geplant. Aber die anderen habe ich schon ziemlich gut aufgeladen. So. Und jetzt brauchen sie keine Mitarbeiter. Er braucht keine Mitarbeiter. In der Molkerei. Ach so. Oh ja. Achtung. Oh nee. Die waren nicht richtig drauf. Zum Glück sind sie richtig stehen geblieben. Da bin ich ein bisschen zu schwach. Ja, komm schon. Profi, sage ich nur, jetzt. Ne? Geh weg, sonst stell ich dir auf den Kopf. Na komm, ich halte dich. Über Breite darfst du fahren, oder? So ein bisschen. Nein. Ja, ist ja dein Strafzettel. Ja, kannst du vergessen, kannst vernünftig laden. Ja, ich lade dir nach rechts ein bisschen mehr. Dann bleibst du an den Schildern hängen. Naja. So, das passt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah, komm, guck mal genau hin. Deine Reifen sind breiter. Genau. Ja. Ich schicke den Strafzettel weiter an die dich dann, ne? Ach, als ob die bei dir vorbeigucken. Dann sagst du hast keine Zeit mehr. Junge, die sind vor mir auf dem Gelände. Du musst ja nicht über das Gelände fahren. Die sind direkt vom Bauhof. Dann müssen wir sie halt mal kurz ein bisschen ablenken. Und wenn die vorne direkt zur Kartonfabrik kommen. Ja, dann sagst du ihnen eben, du hast keine Zeit mehr für denen ihre Baustelle. Mach mal fest hier. Ich sehe auf jeden Fall, wie gut du das kannst. Okay. Halt, locker nochmal. Lalala. Und ausladen bitte, die nächsten drei. Ich rechne mal kurz zusammen. Was willst du denn zusammenrechnen? Fünfhundert mal 10 Stunden. Ja. Ich glaube, du willst mich gerade ein bisschen ärgern. Nee, Spaß, ich muss da von der Stadt noch ausrechnen. Ja, machst du noch mal 1000 extra oder so. Da kommt ja noch immer mehr dazu. Warum? Weißt du was? Du kannst einfach einen Tausender draufschlagen, dann hast du einen Strafzettel frei. Ach so, das könnten wir machen, ne? Wollen wir uns duzen? Ja, sind wir doch schon lang, Franz, oder nicht? Ah ja, stimmt. Was hast du denn hier für eine Motorsäge? Weiß ich gar nicht. War das ein Stiel, oder nicht? Ja, es ist eine Mack Kulok, oder wie man das sagt. Soll ich dir mal einen guten Tipp geben, welche Motorsäge als nächstes kommen sollte? Husqvarna. So gute Erfahrungen. Wurscht, die schneidet genauso gut. So, machen wir den Spanngurt lose. Nochmal. Ups, warte, nicht lose. Jetzt. Ich schicke nochmal ein bisschen vor, wenn es geht. Ah, geht nicht. Nee, nein, nicht. Hat halt noch was haben wir jetzt drauf? 2, 4, 6, 8. Ah, wir haben ja schon 10. Haben wir ja nur noch die zwei hier. Dann sind wir ja gleich schon fertig. So. So einfach geht es. Warte, ich muss noch mal kurz ein Bild machen für Instagram. Mach es ja schön, damit man ja viele Likes und Klicks bekommt. Ja, hoffentlich. So. Gut, also Jürgen. Warte, ich muss erst den Manitou wegstellen. Aber Franz, den kannst du nehmen. Kannst drüben die Dinge aufladen. Ich stelle
den Johnny raus. Ja, ich bin da weg, ne? Jürgen, warte. Ich bring dir dann demnächst noch die Hackschnitzel hoch, ja? Ja, ich bin bei der Baustelle. Ja, passt. Tschö. Volker! Muss ich außen rumfahren? Nee, kannst durch die Baustelle ruhig. Okay, danke. Wenn ich da bin. Auf die blaue Plattform. Ja, auf die Britsche bitte, ja. Volker Varuna, hallo. 49.300 würde das Angebot für das Lizard S710 mit dem SL8022 Quantum betragen. Okay, warte mal kurz. Bleiben wir noch dran? Ja. Bist noch dran? Ja. Gut, bleib noch kurz dran. Jo. Bleib so lange dran, bis du Tschüss sagst. Okay, ich brauch's doch nicht mehr. Okay. Sorry, aber... kannst du mir gerade den Rechnungsbetrag nochmal sagen von dem Frontlader? Der Frontlader mit oder ohne Mehrwertsteuer und allem? Das, was ich dir zahlen muss, was noch offen ist, brauche ich. Lassen Sie mich da mal kurz in meinem schlauen Lagewerk nachschauen. Sie müssen mir noch zahlen, für das Ganze müssen Sie mir noch zahlen. Ich rufe Sie dann nochmal an. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Was ist denn der Franz jetzt hin? Okay. Muss ich halt selber Hand anlegen. Warum ja? Das sind 1220. 1220. Ja. Gut. Schieß ich gleich rüber. Juhu. Danke. Tschüss. Tschüss. Gehe ich die Pritsche jetzt so hin, dass das. Jo, Volker Varuna hier, hallo. Ich bin Volker Diesel hier. Hi. Sag mal, könntest du vielleicht ein klein bisschen Geld dazu verdienen? Du? Ja? Du möchtest Geld verdienen? Nein, ob du Geld verdienen möchtest. Ich bräuchte ein bisschen Hilfe beim Tiefenlockern. Du musst erstmal meine Arbeit hier hinkriegen. Aber du könntest mal den Müller fragen, den Stefan. Der sitzt gerade in U-Haft, habe ich gerade erfahren. Warum? Ja, keine Ahnung warum. Der Richter hatte mich nur noch an, dass der Herr Müller zurzeit keine Zeit hätte, da der in U-Haft sitzt. Okay. Nee. Der Schneider musste gerade auch kurzfristig mal weg. Oh. Also ich muss jetzt noch Paletten verladen für die Gemeinde. Wasserwerk. Ach so. Von dem her bin ich gerade eigentlich gut ausgelastet. Ja, weil ich bin hier gerade auf den Acker gekommen. Ich habe mir nur so gedacht, ach du Scheiße. Ja, hast du einiges zu tun, ne? Oh nee, ja. Nee. Aber hallo. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen angegrubbert, damit ich sehen kann, wie breit das Feld ist. Ja, ich weiß auch nicht. LU? Ja. Keiner da, der Zeit hat. Nee, gerade nicht, die haben beide selber genug Stress. Ja, wer sind das? Der Neumann und der Gordus. Ja, was ist denn das? Das ist eine LU, ist ja kein Partyverein. Nee, was aber wohl irgendwie selber beschäftigt. Der Neumann sagte selber, der hat noch genug zu. Na, das ist aber nicht gut für die Kunden. Aber ich frage den gleich mal nach. Ja. Weil vielleicht haben die auch eine größere Maschine.
Ja, weil ich habe jetzt gerade eben, wo ich noch eine Anzeige erstellt habe gegen den Müller, aber friedlich regeln, weil er hatte mich und den Herrn, den Neumann angemault, dass wir auf seinem Grund sitzen würden, weil der Neumann ja auch exportiert. Wie exportiert? Ja, ich habe meinen Steier und die eine Sämaschine weggeschickt. Ach so, exportiert vom Ding her. Fahrzeugen. Jetzt weiß ich, welchen Müller du meinst. Okay. Den Lukas Müller. Okay. Ja. Ja, aber ich glaube, der Stefan, der sitzt, glaube ich, in U-Haft wegen einem Verkehrsunfall vorhin. Okay. Seit wann kommt man dafür in U-Haft? Ja, anscheinend war der wohl Ursache, warum der Nikolas den Unfall hatte. Ja, trotzdem kommt man doch wegen einem Unfall nicht in U-Haft. Was soll denn das? Ja, vermute ich zumindest. Ich weiß nicht, ob das so ist. Okay, naja. Kann sein, dass er wegen was anderem in Haft sitzt. Nicht meinen wir eigentlich. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe leider gerade alle Hände voll zu tun. Alles okay. Kein Problem. Ah, ne, die Jürgen hat auch alles voll. Ne, ist leider gerade keiner da. Tut mir leid. Ja, kein Problem. Soll ich nachher Zeit haben, komme ich vorbei. Okay. Hast du beide Tiefenlocker bei dir? Bei einem. Okay. Weil der Case schafft nicht alle beide. Ja, je nachdem bringe ich dann noch einen mit. Ja. Okay, weiß ich Bescheid. So. Bis dann mal, tschüss. Geh doch drauf. Aber was soll denn das? Die Paletten, die wollen mich ärgern, glaube ich. Hä? Normal hat es doch auch immer funktioniert. Buggy. Na, geht er dazwischen, ey. So. Nein. Ja, sehr realistisch. Uff. Also theoretisch ist die Pritsche hier ziemlich gut.
weil sie eben diese Ladekante hat. Ich weiß nur nicht, ob hier hinten auch noch Spanngurte sind. Sieht mir gerade irgendwie nicht so aus. Und wenn die Spanngurte sowieso nicht greifen, dann werden sie ein Problem haben. Dann brauchen sie nachher wieder meinen Teleskoplader. Bin ich mal gespannt. Ich bräuchte eigentlich nur einen Mitarbeiter, der Paletten verlädt. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob das an der okay, liegt am Spanngurt. Das ist schon mal eine gute Info. Ich muss die anders laden, weil sonst wird es nichts. Ich muss die alle quer laden. Und selbst dann kriegt man, glaube ich, ein Problem, weil die hinteren keine Spanngurtanbindung haben. Aber das soll dann nicht mein Problem sein, weil das ist ja Sache des Transportierenden. Ladungssicherung ist Aufgabe des Fahrzeugführers. Und nicht von mir. Oh, der Wendekreis von diesem Teil ist einfach geil. Da sind ein paar Donuts drin. Ups. Drei Stück noch, ey. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat jetzt schon wieder ein bisschen länger gedauert wie geplant. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.